die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich möchte mit einem Dank beginnen. Zunächst einen Dank an unsere beiden Bundesminister, an Frau Dr. Hendricks und Herrn Minister Dobrindt. Das Konzept zum Blauen Band, was Sie gemeinsam vorgestellt haben, hat doch gezeigt, dass sowohl das Infrastruktur- und Bauministerium und das Umweltministerium in bestimmten Dingen gut zusammenarbeiten können. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, dass man manchmal dort gegenteilige Meinungen zu vertreten hat. Einen weiteren Dank möchte ich an unseren Haushaltsberichterstatter Caius Caesar senden. Der hat in der letzten Bereinigungssitzung dafür gesorgt, dass rund 100 Millionen Euro in den vorbeugenden Hochwasserschutz zusätzlich dazugekommen sind. Auch das, denke ich, ist sehr wichtig. Aber ich möchte in den nächsten Worten und Sätzen mich weniger mit dem Hochwasserschutz zuwenden. Das ist jetzt ja ausreichend gemacht worden, sondern ich möchte etwas zum Blauen Band sagen. Das Gewässernetz in Deutschland beträgt 400.000 Kilometer. Bundeswasserstraßen sind etwa 7.300 Kilometer und davon sollen 5.300 Kilometer Flussstrecke in das Blaue Band integriert werden. Das sind sowohl Teile des Kernnetzes, aber insbesondere des Nebennetzes. Das Blaue Band ist im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode zwischen der CDU- und CSU-Fraktion und den Sozialdemokraten festgesetzt worden, und darauf baut es sich auf. Wir wollen mit der Renaturierung großer Flussabschnitte erstens was für den Hochwasserschutz tun, aber insbesondere den Biotopverbund, der in Deutschland aufgrund der dichten Besiedlung, die wir haben, aufgrund der großen Infrastrukturmaßnahmen oftmals schon zerschnitten sind, wieder in einen besseren Zustand bringen. Es wird so sein, dass viele zusätzliche verschiedenartige Lebensräume entstehen können und ökologische Trittsteine zu einem großräumigen Verbundsystem aufgebaut werden. Dieses Bundesprogramm fördert die Ziele zur einen Strategie zur biologischen Vielfalt und die Umsetzung von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtlinie. Aber nicht nur Natur- und Artenschutz werden hier im Mittelpunkt stehen, sondern auch Erholung und die Entwicklung des Wassertourismus sind auf diesem Weg mit betroffen und können positiv auf den Weg gebracht werden. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass die Akzeptanz gefunden wird, dass man frühzeitig damit beginnt, alle Akteure an den Tisch zu holen, um hier die Projekte in den nächsten 30 Jahren, wie es von der Ministerin angedeutet wurde, umzusetzen. Und ich glaube, wir haben schon gute Beispiele. Im vergangenen Jahr wurde der Elbe-Vertrag nach langer Diskussion von allen Beteiligten unterschrieben. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel. Und in der Region, in der ich den empirischen Teil für meine Diplomarbeit und Dissertation abgearbeitet habe, an der Unteren Havel, realisieren wir zurzeit mit Unterstützung von Bundesmitteln in Größe von 21 Millionen ein großräumiges Renaturierungsprojekt. Und dieses ist so gut vorbereitet worden, dass mittlerweile einzelne Landnutzer an den Projektleiter herantreten und sagen, wir hätten noch dieses und jenes gerne mit erledigt, Altarme freigesetzt, Deiche zurückgenommen. Und hier zeigt sich, wenn man alle Beteiligten frühzeitig ins Boot holt, dass man dann auch solche großräumigen Veränderungen, die in dem Fall vor allem dem Naturschutz und der Landwirtschaft dienen, auf den Weg bringen kann. Die Investitionen, die mal hier mit 19 Milliarden in den nächsten 30 Jahren angegeben sind, sind natürlich ganz erheblich, stellen aber auch, ich glaube, einen guten Ansatz dar. Und wenn man die prioritären Maßnahmen mit etwa 3,5 Milliarden Euro beziffert, ist hier sicherlich der ein oder andere Punkt noch zu betrachten. Ich glaube, man kann auch viele Maßnahmen durch natürliche Sukzession laufen lassen, wo man ohne umfangreiche Planungsmittel und Umsetzungsmittel einsetzen kann. Also Kostenreduzierung ist aus dieser Seite auch notwendig. Ich will noch abschließend ein, zwei Sätze zum Tourismus sagen. Der Wassertourismus hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt.
Wir haben mehr als 4,5 Milliarden Euro in diesem Bereich umzusetzen in jedem Jahr. Und ich denke, dass dieses Projekt Blaue Band einen Beitrag dazu leisten kann, dass dieses Segment des Tourismus sich weiterentwickelt. Abschließend das grüne Band, was mal zwischen den Grenzraum zwischen den beiden deutschen Staaten entwickelt wurde, ist ein Erfolg geworden. Und ich gehe davon aus und bin davon überzeugt, wenn wir es richtig anpacken, wird das blaue Band auch ein Erfolg. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Dr. Anni.